Hey, you sexy puppets! Welcome back to Crownie's YouTube channel. Enjoy the upcoming Counter-Strike video and make sure to hit that like button. Yo, wunderschönen guten Tag, meine Sprünge-Spritzer. Crownie ist hier am Start. Wir sind jetzt zurück auf Keytrop. Promocode ist natürlich Crownie, aber erst wenn ihr 18 seid und nur mit Kohle, die ihr übrig habt. Wir haben hier $2200 drauf. Das hat auch einen Grund. Und zwar ist das das komplette Geld für den gesamten Deal. Das sind jetzt noch 11 Videos. Eigentlich waren es 12, also 200 pro Video, ne? Eigentlich 2400 insgesamt. Das hat auch den Grund. Und zwar könnt ihr jetzt unter diesem Video schätzen, wie viel Geld ich haben werde oder wie viel CSGO-Skins ich gezogen haben werde, wenn der Deal vorbei ist, also in 11 Videos. Es gibt ein paar Bedingungen. Jeder von euch darf insgesamt 3-mal raten. Also wer natürlich schlau ist oder wer cool ist, der rät direkt einmal am Anfang, dann vielleicht nochmal zwischendrin und einmal Richtung Ende. Ihr habt die nächsten 8 Videos Zeit, hier drunter zu posten. Insgesamt dürft ihr 3 Tipps abgeben und dann könnt ihr zwischen 50 und 100 Euro Skin gewinnen. Ich werde das dann auch Random Picker, werde ich das wieder auslosen. Und wenn die Person, die durch Random Picker ausgelost wurde, auf $100 genau da dran ist, dann gewinnt sie. Wenn nicht, dann wird rerollt im letzten Video, dann gewinnt halt jemand anders. Ne? Aber ihr müsst nur auf $100 genau dran sein. Also wenn ich jetzt 2050 habe und ihr habt 2100 getippt, tipptopp, ne? Dann gewinnt ihr. So, gut, jetzt geht's mit dem Video los. Ich hoffe, das war verständlich. Wenn es einer von euch nicht verstanden hat oder das dumm erklärt war von mir, schreibt es bitte unten in die Kommentare. Dann kann ich, würde ich das einfach 4-mal gerne aufmachen, ne? Einfach 4-mal aufmachen. Aber wir müssen es halt auf 4 Videos aufteilen, auf 11 Videos aufteilen. Es geht nicht anders. Dann schreibt es gerne in die Kommentare, dann erkläre ich es beim nächsten Mal vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher, aber eigentlich sollte das jeder von euch gerafft haben. Hoffe ich zumindest, ne? Wir machen heute einmal die New Knife auf, direkt auf dem Anfang, als kleines Schmankel, sag ich mal. Und dann machen wir noch für $70 AK-Cases auf. Oh, komm, bitte, ja, das ist ganz gut. Nein, Safari Mesh ist halt Müll. Das ist halt wirklich Müll. Das ist halt wirklich Müll. Was hat die kostet? 120. Ja, okay, $20 Verlust oder halt $15 Verlust, das geht zum Glück noch. Aber hätte natürlich besser laufen können. Boah, ich war vorher wieder ein bisschen am Slot spielen. Und es lief einigermaßen gut. Also einigermaßen gut bedeutet, ich habe genauso viel ausgezahlt, wie ich nachher schlussendlich auch eingezahlt hatte. Einmal gab es ein Bild, da hatte ich drei. Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. So, wo war ich eigentlich geblieben? Einmal hatte ich ein Bild, da waren 3 Pharaonen. Nee, 2 Pharaonen nebeneinander. Dann war einer eins drüber und am Schluss war noch ein Wald. Das wäre mal 1000 gewesen. Das wären 1000 Euro gewesen. Wäre dieser eine Typi noch eins weiter runtergerutscht. Ist er aber natürlich nicht. Das sind halt so diese typischen Bait-Bilder. So wie hier zum Beispiel. Links was Fettes, rechts was Fettes und in der Mitte hat man hier die Kacke. Die aber auch Plus ist, ne? Muss man sagen. Und ja, bei dem Giveaway hier geht es auch nicht nur um... schon wieder $8. Also jetzt haben wir hier auf jeden Fall gut Plus gemacht, ne? Oh, ich will natürlich auch Trade-Ups machen. Ja, okay, irgendwann werde ich sowieso so viele Seiten haben bei Trade-Ups, da könnt ihr gar nicht mehr alles zusammenzählen, weil ich nicht alles angucken werde. Ah, da muss ich gucken. Oder ich mache zwischendrin Cuts, sodass ihr immer nur die erste Seite seht von den Top-Items und dann die letzte oder so, die ich upgraden will. Aber auf jeden Fall dürft ihr natürlich nicht alle Skins sehen, ne? Ansonsten ist das zu easy. Oh, sehr lecker. Ja, dieses Video sind wir auf jeden Fall schon mal gut im Plus. Ihr K-Case, die ist es einfach. Ja, so eine Fire Serpent. Das wäre wahrscheinlich, aber wenn ich eine Fire Serpent rausziehe, dann machen wir das doch anders. Die Kohle brauche ich nämlich. So. Nochmal. Zack. Ja, bin echt gespannt, ob da einige von euch relativ nah dran sein werden. Das ist ja auch Plus, oder? Nee. Die ist Minus. Nochmal versuchen. 4 Versuche haben wir noch. Vielleicht kriegen wir nochmal sowas Geiles. Aber wir können uns eigentlich nicht beschweren, ne? Wir haben in dieser einen AK-Case haben wir schon alles rausgezogen. Der Rest ist einfach nur noch gnadenloses Plus. Jetzt hier im ersten Video können wir auf jeden Fall nachher noch ein paar Upgrades machen. Und dann muss ich mir überlegen, ob ich vielleicht die Skins unten... Oder ich tue die ausschwärzen, genau. Ich tue die einfach ausschwärzen und da kann ich trotzdem Trade-Ups machen. Weil die will ich natürlich auch machen. Das macht Spaß und da läuft es auch meistens ganz gut. Besser als in Cases normalerweise. So, machen wir jetzt nämlich auch, weil wir hier ja so ein paar Skins haben. Ne? Machen wir immer schön mal 5. Zack. Oh, das war schon mal nix. Das war schon mal nix. Aber ja, okay. Ich tue die Dinger dann einfach ausschwärzen. Den Roll hier oben seht ihr ja den wunderschönen. Oh, das sieht gut aus. Lecker. Mal 5 geklappt. Aber ihr dürft natürlich nur sehen, was ich auch wirklich mache. Ne? Rein theoretisch könntet ihr da auch mitzählen. Ist aber sehr viel Aufwand. Also eigentlich, ja, ihr könnt da mitzählen, ist aber halt brutal viel Aufwand, ne?
Jetzt wieder einmal in die Richtung. Schade, aber da oben wäre es, ich glaube, knapp auch nichts geworden, oder? So wie es das mal aussieht. Aber das haben die hier auch neu eingefügt, dass man das hier zusammenzählen lassen kann. Dass man hier mehrere Skins zusammenpackt. Oh mein Gott, ja! Lecker! 55 Tacken. Lecker, lecker, lecker. 10er auf mal 2, einfach, dass das Video nicht ganz so schnell vorbei ist. So. Machen wir auch wieder in die Richtung. Und ich hätte es in die andere Richtung machen sollen, ich habe es gewusst. Also ich kann mal so viel sagen, wir sind auf jeden Fall schon im Plus, es geht gut los. Ich bin selber auch gespannt, wie viel ich wirklich mal nach 12 Videos raus habe, beziehungsweise nach 11. Ja, ich hoffe, euch gefällt. Ist auch ein bisschen spannend für euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Bis bei der Man. Ciao. Oh, da sind wir jetzt auch beim Keydrop-Video vom 11.10. OP-Schädel-Link wird hier eingefügt. Gucken wir mal, wie viele Unique. 78 wird hier ausgelost. Trade-Link muss dabei sein. Du detest diese Maschinen. X-Mail Feed, gönn es dir. Trade-Link, hoffentlich funktioniert da. Funktioniert auch. Wird hier auch direkt rausgeschickt, weil die handelbar sind. Und dann werde ich hier jetzt alle annehmen. Ich habe hier schon die 5 vorbereitet, dass ich dann mit Keydrop wirklich auf dem komplett aktuellen Stand bin. Darum machen wir hier 5. Sind hier alle rausgeschickt. Nochmal Glückwunsch an die Gewinner. Und ja, haut rein.